Kennst du Greta Würnstein? Das Birkenstock. Was würde es mich kosten, wenn du sie anmachst? Ihr das Gefühl gibst, das coolste Mädchen auf der ganzen Welt zu sein. Ist das ein Witz oder sowas? Nein, das ist ein Streich, du Horst. Und ich bezahle dich auch dafür. Du bist doch käuflich, oder? Ich bin DJ, ich mach Mucke. Ach, hör mal, für irgendwas musst du ja aber Kohle brauchen. Ja. Waldorf Rocket ist der beste Shinty, der gerade auf dem Markt ist. Wir sind im Geschäft. Okay, was soll ich machen? Spiel Greta vor, du wärst in sie verknallt. Das ist ja volles Kaffee. Was macht man denn, wenn man Spaß haben will? Dann geht zum Bahnhof und kauft sich ein Ticket in die nächste Großstadt. Wie oft machst du das? Viel zu selten. Aber ich bin sowieso nicht mehr lange da. Ach ja, wohin geht's denn? Ich hau ab. Nach Berlin. Einfach Schule schmeißen. Wow, volles Risiko. Wann geht's los? Bald. Ich muss nur noch ein bisschen Kohle sparen. Du musst sparen und verschenkst Eddies Rolex. Ich hab sie mir nur geklaut, um ihn zu ärgern. Wow, ich glaube, wir müssen ein bisschen an deiner Haltung arbeiten, junger Mann. Das ist doch scheiße. Was haben wir denn hier gegen Taxis? Hast du dir wehgetan? Ich wollte nur kurz den Boden testen. Pass auf, jetzt packt sie sich nochmal ab. So, bin da. Du hast ja das gleiche Rad wie Eddie. Das ist sogar von Eddie. Wollen wir los? Bist du schon mal gefahren? Eins, zwei Mal. Im Saarland machen wir alles mit dem Auto. Na da. Was soll das? Ich mache ein Päuschen. Und er? Er wollte kein Päuschen machen. Ich habe keine Lust mehr, nur im Internet böse zu sein. Ich brauche Action. Du bist zu jung für die Arbeit des Teufels. Entschuldigung. Okay, aber ich bestimme die Person, die du dazu bringen sollst, Böses zu tun. Nur eine Person. Hallo, ich bin die Greta. Herzlich willkommen. Das ist aber schön, dass du da bist. Kannst du mir keine normalen Menschen raussuchen? Die sind so widerlich nett. Ende der Woche will ich sehen, was du geleistet hast. Ich schaff das. Hast du eigentlich einen Freund? Nein. Hast du irgendwo Alkohol oder Drogen? Nein. Du lügst mich doch gerade an, oder? Ich würde niemals lügen. Ist heute wieder Welttopflappentag? Sie hat meine Mama gestrickt. Du, davon wird's auch nicht schöner. Das kannst du denn niemals in deinem ganzen Leben leisten. Willst du mit abschreiben? Nein. Was würde es mich kosten, wenn du sie anmachst? Klär der neuen Madi Rebel. Leg dich nicht mit ihm an. So was kannst du doch nicht machen. Was hast du gefühlt, als ich dem Kleinen die Locken geföhnt habe? Ja, ich hatte Angst um dich. Na, du Wollknall? Hör mal auf, dir deine Klamotten im Mittelalter zu kaufen. Wieso lässt sich dauernd wieder machen? An deiner Stelle hätte ich den beiden schon ordentlich das Makeover verpasst. Jetzt bist du mal so richtig aufgepitcht. Ja. Mega cool. Wenn du ihr wehtust, mach ich dich platt. Was noch andere Hobbys? Verliebte Teufel sind nicht zu gebrauchen. Bist du verliebt? Ich? Ja, guter Witz. Gott, so kann ich doch nicht in die Schule gehen. Wir haben deine Kleider an. Ja. Echt ein Geschenk des Himmels. Ja, ist voll krass, ne? Bitches.